Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem kleinen Video an dieser Stelle. Es geht darum, wann Witchwood erscheinen soll. Und zwar gibt es ja da verschiedene Theorien. Ich habe heute irgendwie 4 verschiedene Zeiten gelesen, die wohl gerade irgendwie durch die Gegend schwirren. Und zwar die erste Information, die ich gelesen hatte, wo ich auch gedacht habe, die wäre korrekt, weil ich sie irgendwie im Hearthstone-Forum gelesen hatte, wäre, dass es um 5 Uhr morgens des morgigen Tages erscheinen sollte, also am 13. um 5 Uhr morgens. Jetzt habe ich aber gesehen, dass die GameStar einen Post rausgehauen hat, wo es irgendwie geheißen hat, es soll heute Abend schon um 19 Uhr die Erweiterung erscheinen, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was ich da jetzt in der Richtung glauben soll, obwohl ich da eigentlich schon denke, dass die GameStar hier als renommierte Redaktion und sowas da schon kein Bullshit raushauen würde oder keine Bullshit-Informationen. Und dann gebe ich seit es auch von Blizzard bestätigt und alles möglich, dass es um 19 Uhr deutscher Zeit rauskommen soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, bekommt ihr hier ein kleines Video ganz kurz von wegen, wie das aussehen wird. Und zwar wird es ja so aussehen, ich habe die Abstimmung ja abgehalten, wie ihr das am liebsten haben wolltet. Und diese Abstimmung war relativ eindeutig, muss ich ja wirklich sagen, weil es ist, sehr, sehr viele Leute haben halt einfach gesagt so, hey, Scroll, es sieht einfach so aus, also ich kann euch hier jetzt mal die Abstimmung zeigen, ich habe sie hier gerade momentan offen. Wir gehen hier auf das Ergebnis und da so ziemlich auf, wie wollt ihr das Pack-Opening haben? Und es sieht so aus, als ob ihr das einfach, erstens mal muss ich sagen, hier an dieser Stelle vielen, vielen Dank für 57 Stimmen. Es freut mich tierisch. Aber ihr habt einfach gemeint, ihr wollt es viel, viel lieber als Video auf YouTube nur sehen. Und deswegen werde ich das auch so machen. Das heißt, dass ihr bekommt morgen, bekommt ihr direkt 2 Hearthstone-Videos. Video Nummer 1 wird das Pack-Opening sein. Video Nummer 2 wird das was wollt ihr am Freitag sehen sein, das ich aber dann auch erst morgen aufnehmen kann und schneiden kann. Deswegen wird das alles sich wahrscheinlich ein bisschen nach hinten verschieben. Ich hoffe, ich krieg's hin, dass auf 16 Uhr das Pack-Opening kommt und auf wahrscheinlich 17 bis 18 Uhr kommt dann das was wollt ihr am Freitag sehen Video, also der Deck-Check zum jeweils neuen Deck. Da werde ich auch natürlich ein bisschen testen. Dennoch fallen die anderen Videos, die natürlich am Freitag kommen würden, nicht aus. Also es kommt noch ein weiteres Video dann auf 18 Uhr raus, so wie es ihr halt gewohnt seid, wahrscheinlich. Ich weiß tatsächlich noch nicht, in welche Richtung es gehen wird, aber wahrscheinlich in Richtung Shadowverse habe ich da nämlich noch ein bisschen was vorbereitet. Und dann kommt noch im Laufe der nächsten Woche das Lore-Video raus. Verpasst aber auf jeden Fall, also das ist jetzt hier auch so eine kleine Ankündigung auch fürs Wochenende, verpasst auf jeden Fall nicht am Sonntag eine wunderschöne Folge von LOL, weil da wird die erste LOL-Folge starten, und ich habe mir direkt gedacht, ich starte mit einer Special-Folge mit meinen Kollegen und dem guten Scuraro war da dabei. Das war sehr, sehr lustig, kann ich euch sagen, und Leute, es war schrecklich, aber einfach schrecklich lustig. Ich hoffe, ihr auf jeden Fall, ihr freut euch auf morgen, auf die neue Erweiterung. Ich bin mega, mega gehypt und ich werde wahrscheinlich heute Abend das direkt aufnehmen, wenn es funktionieren sollte. Es ist ja immer so, dass Blizzard da manchmal Probleme hat. Deswegen seid nicht enttäuscht, wenn es irgendwie nicht funktioniert oder sowas bei euch. Und ich muss mir tatsächlich noch überlegen, wie ich das machen will. Also ich werde jetzt hier ganz kurz noch erklären, was ich damit meine, und dann ist das Video auch vorbei. Also ich will das hier nicht zu lange halten. Und zwar sieht es nämlich so aus, dass ich mir überlegt habe, ob ich mir noch ein paar mehr Packs anschaffen sollte oder ob ich das lieber in einem zweiten Video machen soll. Also es wird wahrscheinlich entweder, das werdet ihr ja dann morgen sehen, entweder ein sehr, sehr langes Pack-Opening gehen. Das kommt dann drauf an, wie lange dieses Pack-Opening an sich geht mit diesen über 80, nee, 90 Packs sind es circa, die ich dann aufmachen kann momentan. Ob ich dann einfach nur diese 90 Packs aufmache am Stück oder ob ich mir sage, hey komm, du kaufst dir gleich die noch ein paar dazu und dann machst du die auch noch auf. Theoretisch würde es ja meine prozentuale Chance auf eine Legendary erhöhen. Aber wie gesagt, das werde ich einfach noch schauen, ob ich ein Pack-Opening mache oder 2 Pack-Openings. So, das war jetzt eine ganz kurze Information hier zum morgigen Tag, zum Wochenende, und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Pack-Opening-Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Start in Witchwood, ins neue Jahr des Rabens, und da hätte ich mal gesagt, liebe Leute, man hört sich spätestens morgen im Pack-Opening. Haut rein, tschüss.